Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Folge Meta Report. Diesmal habe ich einen guten Tolkien dabei. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Ja, das freut mich. Ja, und auch hier natürlich wieder vorweg, was muss denn aktuell überhaupt ein Top-Laner leisten, damit er für dich einen guten Pick darstellt? Also, was Champion-Picks angeht, sind wir momentan wirklich auf Toppen, dass jeder einzelne Champion sehr, sehr self-sustaining sein muss. Das heißt, er braucht sehr, sehr wenig Jungle-Attention, hat sehr, sehr solide Laning-Phase und ja, wenn er, also er muss es fully verlieren, wenn es ein Tank ist und wenn er einen Carry ist, dann langsam aber sicher stärker aufbauen, aber wirklich Top ist kein Lane, um die momentan herumspielt. Also von den Champions her gar nicht. Ja, und das sehen wir auch gerade bei den Worlds. Wir haben zwar viele Split-Pusher, jetzt viele sagen, ist das so, aber das sind meistens auch die, die einfach farmen und dann irgendwann stärker sind. Ne? Also das sind nicht die, genau, die Art Snowball-Varianten, die wir da haben. Für alle da draußen nochmal, S-Tier, A-Tier, B-Tier, C-Tier die Einteilung, S-Tier ist das Beste, C-Tier ist das Schlechteste. Es bedeutet übrigens nicht, wenn euer Lieblings-Champion B-Tier ist, dass ihr nicht spielen könnt, es geht hier rein ums Competitive. Und denkt bitte auch daran, dass nur weil ihr einen Champion auf 70% Winrate habt, das nicht bedeutet, dass der Champion mega krass ist, sondern wir versuchen das einfach allgemein zu urteilen. Wenn ihr mit irgendwas disagreed, schreibt es gerne in die Kommentare, aber tut es auf eine anständige und vernünftige Art und Weise. Auch ich würde hier einfach beginnen mit den ultimativen S-Tier-Picks und danach würde ich da nochmal in den Client reingehen und nochmal ein paar Champions rausholen. Was sind denn deiner Meinung nach so die ultimativen Champions auf der Top-Lane? Also, ich glaube, das sieht man auch an der Priorität. Urgot, Aatrox, Sion und Irea sind definitiv alle vier S-Tier. Ja, also gerade Urgot, Aatrox ist ja lächerlich gewesen am Anfang. Jetzt muss man sagen, dass Aatrox ist, glaube ich, immer noch bei 100 Pick BAM. Ich glaube, Urgot hat es nicht mehr geschafft jetzt. Ich glaube, da ist die Quote ein bisschen flöten gegangen. Ist Aatrox für dich auch noch stärker als Urgot? Also, wir raten zwar nicht drin, aber trotzdem. Also, das, was er halt im Computer besser macht als Urgot, das ist halt, dass er ein Triple Flex ist, auch noch im Jungle gespielt werden kann, während Urgot lediglich Midlane und Toplane gespielt wird. Und das gibt ihm halt einen kleinen Vorteil, sozusagen. Aber tatsächlich haben wir bei den Worlds, ich glaube nicht mal in der Playing Stage, doch in der Playing Stage haben wir ihn einmal, glaube ich, im Jungle gesehen, aber ansonsten nie. Und das ist so der einzige Vorteil, den er hat, denn in der Landing Phase ist Urgot sehr, sehr gut, auch gegen Aatrox. Mit Ignite, Ult, ja. Ja, ist einfach disgusting, da sind wir mal ganz ehrlich. Das ist schon, gerade Wanda hat da auch immer wieder gut gezeigt. Sein auch S-Tier, auch das wieder ein Flex, zeichnet sich ja auch schon mal aus. Also die alle S-Tier-Picks sind auch auf der Midlane spielbar. Und auch alle da ebenfalls im S-Tier, außer Sein. Der ist auf der Midlane eher A-Tier für uns gewesen. Holy crap, währenddessen läuft Worlds und Topline war gerade 1-on-1 Iridia gegen Camille fucking close. Ja, das sind S-Tier. Hast du noch welche, die du dazu nehmen würdest, oder sind das deine Top 4? Also ich denke, diese vier heben sich wirklich von allen anderen Champions bei weitem ab. Die einzige Frage ist, inwiefern man Ornn einordnet, weil er so danach reinrutscht, aber dadurch, dass er ein schwächerer Tank ist als Sion und gegen Aatrox, Urgot und so weiter keine sehr leichte Line hat, würde ich wirklich sagen, diese vier sind S-Tier. Okay, damit hätten wir Ornn natürlich auch als den ersten A-Tier, sage ich mal, am Start. Ein anderer Worlds, Champion, ja, den wir aktuell auch sehr, sehr viel sehen, ist hier die Camille. So, der ultimative Spit-Pusher, ultimativer Late-Game-Zerstörer. Wie siehst du es da? Ist es für dich ein A-Tier-Pick? Haben wir Camille so viel gesehen? Ich denke, also sie hat in der Plane-Phase nur verloren. Und sie hat natürlich war int, ja. Ja, sie hat natürlich das. Sie ist unglaublich gut darin, Turrets zu zerstören und sie ist deswegen so ein guter Split-Pusher, weil sie so unglaublich safe ist. Sie kann jedem Gank quasi entrinnen. Sie hat ein okay Matchup gegen Sion. Also eigentlich Sion gewinnt das Matchup, aber wenn man halt so wie Wanda verrückt ist, Klepto geht, dann ist da was drin, wo man ein Gold-Portal aufbauen kann. Das Interessante bei Camille ist halt ihre Flexibilität natürlich, denn sie gegen Wanda ist einmal Comet gegangen, QV ist Conqueror gegangen und dann ist Wanda im nächsten Game Klepto gegangen und Camille ist daher so der Champion, der gegen Sion on Sideline spielen kann und dann rumrotiert, aber sie ist kein guter Blind-Pick und damit ist sie, ich würde sagen, wenn ein niederes A-Tier in Competitive, wenn du sie halt wirklich auf Red-Side draftest, hat sie Potenzial als Flex-Pick auch, aber kein sehr, sehr gutes A-Tier, würde ich sagen. Okay, dann kriegt sie ein A-Minus von uns, aber rutscht noch in das Tier rein, wo natürlich dann auch, ich sage es mal, ein bisschen enger wird. Ich bin gespannt, wie es jetzt über die Worlds geht, gerade wenn Jiju ist zwar jetzt in den Viertelfinale drin, also ich glaube, gerade für Wanda war es ja so der Pick. Ich glaube, wenn die Champions, die gerne Split Bush spielen, auch vielleicht nicht mehr ganz so dabei sind, dann wird es auch schon wieder enger. Ein anderer Pick, den wir gerade auch da vielleicht als Antwort gesehen haben, ist der Jax, der natürlich auch sein Unwesen treibt, wenn wir gerade bei den Split-Pushern dabei sind. Allerdings wahrscheinlich noch situativer einsetzbar als Camille, oder? Also eigentlich gar nicht. Also ein Jax-Game gegen Camille haben wir gesehen. Das war ein schönes Game, aber ganz ehrlich, der Champion, im Gegensatz zu Camille bringt halt die Sicherheit, oder was ist die Sicherheit, noch den Vorteil mit, dass du sie flexen kannst in den Jungle. Dadurch ist sie etwas
ja, besser pickbar als Jax, aber Jax ist wirklich. Ach, in Teamfights kaum anwendbar, da hat die Rhea und Camille sind da weit besser in Teamfights. Und im Late Game ist er nicht mehr so gut. Er ist eigentlich im Mid Game sehr, sehr gut, wenn er halt sehr, sehr tanky ist und sehr viel Damage macht. Von daher, Jax in Competitive. Ach, B-Tier, B-Tier, ja. Du kannst ihn auch ins C-Tier packen, ne? Das hat sich gerade nach einem Ah. Statement angehört. Na, das, die Frage, die das, was du ja gesagt hast, hat ja auch ist halt durchaus richtig, dass halt, wenn mehr Competitive geslippusht wird, dann hat auch Jax wieder so als Counterpick durchaus seine Möglichkeiten. Deswegen würde ich sagen, B-Tier. Okay, dann hauen wir den da rein. Eine Frage, die sofort aus dem Chat auch mit reinkam, war die Akali. Na, weil sie natürlich bei den Worlds fast immer Midlane gespielt wurde. Ich glaube, wir haben ein Top-Lane-Akali-Game gesehen. Bis hierhin. Aber ansonsten tatsächlich nur Midlane. Wie stark ist der Champion denn auf der Top-Lane? Ich finde, Akali, das hat so die. Also, es ist wahrscheinlich nicht so leicht, das in Competitive anzuwenden. Aber wir haben ja zum Beispiel auch auf der Premier Tour gesehen, dass einfach gegen Sion zum Beispiel Akali gepickt wird. Sie erfüllt genau die Bedingungen, die wir angesprochen haben, mit dass Top-Laner sehr, sehr safe-sustaining sein müssen. Akali ist extrem hart zu ganken, hat sehr, sehr viel Sustain über ihre Passive und ihre Flexibilität kommt nicht durch den Flex-Pick, sondern auch wir haben Face Rush gesehen, Electrocute und auch Fleet Footwork. Ja. Und deswegen würde ich Akali wirklich sagen, sie hat ihren. Und in Competitive ist es halt wirklich schwer zu sagen, wann man sie jemals top tun würde. Das ist halt so die Frage, weil du hast dann einen Top, der Killpressure hat, um den du eigentlich herumspielen möchtest. Aber das ist trotzdem Top-Laner. Von daher, ja, AT dennoch AT, weil es ein Flex-Pick ist und in keinem Matchup wirklich sehr stark unterliegt. Ja, da bin ich absolut einverstanden. Wir haben auch schon gesehen, dass quasi, gerade wenn man Sein hatte unter Kali, haben das ja Maple hat den einfach einen Lane-Swap gemacht und hat gesagt, ich Genau. chill jetzt eher mal da oben für eine Zeit. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Sein einfach einen abstrusen Push hat. Ne? Das ist eben, manchmal wäre ich ungern ihr Top-Laner. Manchmal sieht das alles immer Ja, ein die bisschen gefährlich Lane, aus. ja. Ich sehe übrigens auch gerade, also ich gehe jetzt mal einfach nach Pick Bun. Um dir Champions um den Kopf zu werfen. Die meistgepickten bis jetzt sind tatsächlich Urgot, Aatrox selbstverständlich, ne? Das geht gar kein Ding rum. Dann Sein, dann Akali. Ich habe Iridia übersehen, oder? Ja, Iridia ist weiter oben. Und dann sind wir bei Camille. Also bisher muss ich sagen, haben wir eine sehr gute Quote. Haben wir Kragas, aber das ist hauptsächlich ein Jungle. Lissandra haben wir eigentlich auch nur auf der Midlane gesehen, ne? Oder haben wir Toplane Lissandra gesehen? Ich glaube. Von Licorice gehe ich davon aus, dass wir sie auch ein, zwei Mal gesehen haben, oder? Ich weiß nicht genau, ich habe Top nicht, Lane. Ja, da habe ich zwei mehr Games, Games sie hat gesehen. Spielt. Ja, perfekt. Ist es, würdest du sie einordnen wollen? Ja, sie ist, also das ist halt so die Frage. Sie ist wie Brücke gesagt hat, in manchen Situationen kann sie fast ein S-Tier-Champion sein. Aber sie ist halt so, so situationsabhängig. Ja. Relativ okay gegen Urgot Aatrox mit Aftershock und dann so als Counterpick. Und auch wenn Akali Top Lane beispielsweise gespielt würde, wäre es auch in Ordnung. Aber es ist halt kein Champion, den man einfach so picken kann. Okay. Durch ihre Flexibilität, ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, dadurch, dass es ja trotzdem noch ein Flex ist, würde ich sie eher in A packen als in B. Allerdings halt eben mit dem klaren Verweis darauf ist ein Counterpick so, ne? Also ich glaube, Also wir werden. in der Plane-Phase. Ja. Entschuldigung? Nee, nee, mach ruhig. In der Plane-Phase hat Liquid Machine zweimal gespielt gegen Urgot, also in der Thunderpick. Und in solchen Situationen, wo man halt den gegnerischen Flexpick mit dem eigenen Flexpick begegnen kann und dann sich anpasst, je nachdem, wohin geht der Urgot, geht die Lissandra. In solchen Situationen ist Lissandra wirklich, wirklich gut und von daher würde ich sagen, dass A-Tier durchaus verdient ist. Ja, bin ich bei dir. Also da auf jeden Fall nochmal ein Pick, der richtig Power mitbringen kann. Ornn hatten wir dann. Shen hatten wir viel auch als Supporter. Da haben wir Top-Lane-Shens gesehen? Ja, haben wir auch schon gegen. Auch in dem Haben wir. Urgot-Matchup, ne? Mehr als Support-Champ tatsächlich in Worlds. Ja, siehst du mal. Wie würdest du ihn einschätzen? Ah, ne, in Solo-Queue ist ja so schlecht, aber man kommt durch die Flexibilität der Support-Picks. Also, da sieht man, ne, wir reden hier immer von Flexibilität, gerade was Top-Lane angeht, weil einfach diese Power-Picks unheimlich wichtig sind. Er ist ein sehr guter Counter-Pick zu Urgot, weil Urgot gegen ihn nicht so viel Pressure hat auf der Lane. Einfach weil er mit der Dodge schon dagegen vorgehen kann. Er ist nicht so leicht zu ganken und Urgot hat Probleme, seine Spells zu treffen, ganz ehrlich. Aber das Problem ist dann trotzdem, dass man einen Tank hat, der. Ja, sehr, sehr wenig Utility mit, quasi seine höchste Utility ist die Map-Ult und Split-Push-Comps, wenn dein Top-Laner Shen ist, sind sehr, sehr schwer. Von daher musst Jo. du dann wirklich ein Lead aufbauen im Early-Game, ne? Ja, ist wirklich Also ich würde schwer. sagen B-Tier. Es ist B-Tier. Also ist halt so ein situationsabhängiger Counter und hängt von dem Team-Comp ab, aber im Allgemeinen B-Tier. Ja, bin ich auch dabei. Vor allem, weil das halt, er ist zwar auch flexbar, also ähnlich wie das Syndrom bei Lissandra, aber Lissandra gibt über den Flex, finde ich, mehr, nochmal ab und zu mehr Optionen bei. Und ich finde, ein Top-Lane-Champ schränkt dich halt auch von der Team-Comp ein bisschen ein. Also da musst du echt ein bisschen Snowball spielen. Aber vielleicht passiert es ja noch. Die Worlds neigen ja dazu, ihre Meta ein bisschen zu verändern. Jetzt sehe ich hier. Warum haben wir denn.
Achso, wir haben 5 J-Spans. Ach, das ist, weil wir One-Trick-Js dabei haben, ne? Das ist natürlich Einen guten tricky. Snap. Ja, ist halt ekelhaft. Wenn du Js einordnen müsstest, ist er für dich B-Tier oder höher? Jace ist der Toplaner, wir haben ja die Bedingung angesprochen, dass er das Toplane Self-Sustaining sein soll. Und Jace ist ein Pick, der sehr, sehr leicht zu ganken ist, weil er so viel Pry aufbauen möchte. Er möchte dich ja quasi unterm Turm harassen. Ja. Und viele Toplaner haben sehr, sehr viel CC und bringen sehr, sehr gutes Gank-Setup mit. Und momentan sind sehr viele Jungler Carry-Jungler. Das heißt, einen Toplane Jace zu ganken ist sehr, sehr leicht und es bringt deinem Carry-Jungler was. Von daher ist Jace für Smap wahrscheinlich, weiß nicht, aber er kann nicht besser als B-Tier sein. Wahrscheinlich, nein, actually, seht ihr. Seht ihr? There we go. Er gibt, ja, seht ihr. Seht ihr. Er bringt zu wenig. Für manche Spieler, die halt den Champion sehr, sehr mögen, kann er halt sagen, wir spielen jetzt eine Comp, wo wir um Top herumspielen und dann spielen wir Heimerdinger Botlane. G2 könnte es auch machen, aber für die meisten anderen Leute ist es ein guter Champion. Okay, da sind wir im C-Tier angekommen. Hast du noch Champions für uns für A-Tier zu liefern? Wir haben ja noch sowas wie Cho'Gath, aber das haben wir bei den Worlds jetzt auch wieder seltener gesehen, ne? Früher hat man es ja öfter in Tanks reingepickt. Ja, ich finde Cho'Gath ganz in Ordnung, er ist halt schlechter, bei weitem schlechter als Ornn und Sion. Aber man kann ihn definitiv in diese Tanks reinpicken und hat einfach einen soliden Top-Lane-Tank. Also ich würde auch sagen, A-Tier ist okay. Aber wenn du sagst, Für er ist Cho. deutlich schlechter als Ornn und wir haben Ornn gerade A-Tier gepackt. Ja, es ist halt so, du kannst mit Cho'Gath gegen Ornn lane. Und Ornn hat dann halt immer noch das Engage-Potenzial. Und du könntest halt Cho'Gath in so einer Comp mit Cassio, Kai'Sa oder so, wo du einen schnellen Nash machen könntest, kann er sehr, sehr stark sein. Aber gut, wenn wir jetzt direkt vom Lane-Matchup ausgehen, dann wäre er B-Tier gegen Ornn. Aber ganz Das schwer ist zu ja nicht sagen. das Ziel. Wir Ja, wollen ihn genau. ja eher allgemein einfassen. Damit hätten wir eh noch unter A-Tier, also da den Cho'Gath. Bin ein großer Poppy-Fan. Bei Worlds wurde Poppy auch ab und zu Oh gespielt. ja. Ich bin auch ein großer Poppy-Fan. Poppy. Ich finde Poppy ist. Sie kann sogar AD gehen, ne? Mit Black Cleaver gegen sowas wie Cho'Gath. Bin ich auch großer Fan von. Aber sie ist jetzt nicht so der beste Top-Laner. Aber gegen Comms, wenn wir wieder mehr Camille sehen, wir sehen Aatrox Midlane gegen diese ganzen Dash-Champions, mehr Lucian oder dergleichen, da kann die Poppy wirklich sehr, sehr effektiv entgegenwirken. Ist sie A-Tier? Weil leider, ich kann leider den Stream nicht sehen, weil der bei mir immer stirbt. Oh nein, also ich habe sie jetzt mal Deswegen gerade sehe zur ich A-Tier nie. gepackt, weißt du. Da Ja. drin sind halt Camille, Akkadi, die Sandra, Cho'Gath. Und ich finde Poppy, also alle Games, die wir bis Poppy gesehen haben, waren halt sehr, sehr attraktiv quasi von dem, was sie liefern. Gerade weil ja alles aktuell Dashes hat, ne? Das ist ja disgusting. Genau. Also ich glaube Von da. daher, ich Ja. denke, sie ist so ein bisschen, also sie kann ein Sleeper sein, weil sie halt gegen viele Champions in der Meta sind aktiv vorgehen kann und sie ist sogar technically ein Flexpick auf Support gegen manche Matchups, gegen vielleicht Alistar, wenn niemand das spielen möchte. Vielleicht, ja doch, AT ist, denke ich, ganz okay für Competitive. Ja, ich stelle gerade fest, dass bei den Worlds die Auswahl der Toplaner verdammt gering ist, einfach weil Aatrox und Urgot halt so viel davon wegnehmen, ne? Ja, na sicher. Also Toplane ist bei so vielen Meisterschaften oder diesen Events halt eine Rolle, wo so viele Powerpicks sind, die dann halt gebannt werden. Ja. Und die unglaublich contested sind. Das ist halt echt Und der Rest disgusting. der Competitive Meta sind dann wirklich so Niche-Counterpicks. Wenn du wirklich, du bannst alle Broken Champions und dann last picken wir auf Red Side einen Champion, und dann sind die in dem Game sogar ab und zu S-Tier. Wenn du einen Jax gegen Camille hast, dann kann Jax S-Tier werden für dieses Game. Ja. Aber er ist halt kein S-Tier im Allgemeinen. Ja, da bin ich bei dir. Was mit deiner Liebe zur rechten Hand mit Maokai? Maokai ist auch ein, ja, es ist ein, ich würde sagen, ein B-Tier. Wo haben wir jetzt Cho'Gath getan? Auch A-Tier? Chugat ist jetzt Arty, ja. Dann würde ich Mao B-Tier sagen. Ja, Das, würde ich auch mal ich für finde, dann B-Tier passt auch sagen. wieder, dass Chugat Arty ist, weißt du? Das Ja, ist das schon, stimmt. das passt schon gut. Nah natürlich so ein Pick, den wir über die Season hinweg immer mal wieder gesehen haben, so gefühlter Allrounder. Wie ist er aktuell? Würdest du ihn irgendwo da oben einordnen? Überhaupt nicht. So C-Tier. Na, C-Tier, weil er hat das Problem, dass er die Matchups nicht gewinnt. Die Tanks können trotzdem pushen. Sie können in der Laning Phase einfach ganz normal pushen und dann ein Ornn baut Items in Lane, ein Zaun ultet zurück zur Lane. Na, verliert dann sogar Thresher und in Teamfights. Will er eigentlich nicht agieren, er will eigentlich Split pushen. Das wird ihm nicht erlaubt in dem momentanen Tank-Meta. Der ist auf Split push auch nicht so safe wie eine Camille oder dergleichen und hat auch keine 1v1-Kill-Pressure. Also C-Tier. C-Tier. Ja, ein anderer, der ja auch ähnlich gespitpusht hat eine lange Zeit, war der Kennen. Ist ja mittlerweile auch eine Option, die API-Variante zu gehen. Wie würdest du ihn einschätzen? Wenn immer ich Kennen sehe, auch viel mit Spellbook und manchmal Electrocute Kennen auf AP, sieht der Champion sehr, sehr stark aus. Er hat natürlich das Problem, dass er kein DPS hat gegen Tanks. Das heißt, gegen Tanks ist er sehr, sehr schlecht. Aber sollte mehr Jax gespielt werden, mehr Fiora, Camille, Iria, also gut, gegen Iria nicht, aber gegen die anderen, da kann Kennen effektiv gegen wirken und von daher Situational B. Damit sind wir bei Also. einem
B für Canon, ja, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass wir nochmal sehen. Aber es hängt halt echt davon ab, auch was für Teams jetzt langfristig weiterkommen, was so ihr Spielstil ist. So, und jetzt müssen wir halt schon ein bisschen kreativer werden, oder? Habe ich noch was Krasses Es verpasst? steht noch Jarvan auf jeden Fall. Oh ja, true. Jarvan. Ja, auch ein weiterer Flexpick auf Top Lane. Er verliert gegen alle Tanks das Matchup, sobald ein Item completed ist bei den Tanks. Aber er hat im Early Game Push mit Heimat. Und er ist sehr, sehr gut, was Teamfights angeht. Und wenn wir wirklich mehr Zarya und, also was heißt mehr, wenn wir mehr Zarya und dergleichen sehen, die immobile ADCs, die einfach ja, runterrennen kann, ne, dann ist Jarvan wirklich stark. Und deswegen ist er auch ein contesteter Jungler und Toplaner auf nationaler Ebene und auch bei Worlds ist er jetzt nicht schlecht. Ja, ist es für Aber er dich verliert dennoch. B oder A? Ja, es ist definitiv B, weil alle Matchups verliert. Das Einzige, was es ihm bringt, ist halt die Flexibilität des Flexpicks und dass sein Teamfight gut ist. Aber er ist trotzdem ein B-Tier-Toplaner. Ja, ich sehe ESG auch schon. Das wären wieder witzige Drafts werden, Leute. Ja, okay, da haben wir das. Wir haben den Singe-Pick ja einmal gesehen, der sehr erfolgreich war. Allerdings natürlich ein klarer Counter-Pick gegen die Tanks. B-Tier oder C-Tier für dich? Ja, das ist so, jetzt sind wir bald im Bereich angelangt, wo wirklich dann wir von Last Top Lane reden, wo die für das Game insane sein können, aber dann im Allgemeinen du sie niemals picken würdest. Ja, das ist halt echt schwer, Also ne? Singed gegen Ornn ist ein ganz traditioneller Counter. Mit dem Grounded kann man dem E und der Ult sogar entgegenwirken und Ornn hat keine Prio. Und wenn du dann, Liquid hat es in dem Game gegen Sion gespielt und da hat es wunderbar funktioniert, weil er einfach die Lane geproxied hat und dann Sion quasi nicht mit der Wave arbeiten konnte, was ja Sions größte Stärke ist. Aber er ist nicht besser als. Er ist C-Tier. Also er ist so situationsabhängig. Es müsste eigentlich situationsabhängig sein, Johnny, sonst, ich weiß nicht. Ja, Sonst würde man ihn niemals picken. ich bin bei dir. Ich glaube, wir haben das ja bei den anderen haben wir das bis jetzt auch schon gemacht, dass wir am Ende quasi nochmal sagen, welche Champions situationsabhängig sind oder Counterpicks sind oder bei ADC gibt es ja die Unterscheidung quasi zwischen Pressure-ADCs und Ja. Scaling-ADCs. Und ich glaube, das müssen wir ja auch einfach machen, weil es halt so situative Counterpicks sind. Was ist denn noch mit den Tank-Crusher, die wir früher oft gesehen haben? Sowas wie eine Fiora. Ja, Fiora hat das Problem, dass sie sehr langsam erst ins Game reinkommt. Aber mit Claptor hat sie durchaus Potenzial, wenn man das Game langsam genug hält. Und solche Teams wie G2 oder Vitality hätten das vielleicht im Laufe der Zeit auch noch gemacht. Ja, gegen wirklich Sion, Ornn und dergleichen würde ich sagen, ist für. Sie verliert halt gegen diese beiden Champions zum Beispiel die Lane, aber sie ist sehr effektiv im Split-Push, also B-Tier. B-Tier für dich, okay. Ich hatte jetzt tatsächlich Richtung C-Tier gezuckt schon, Ah, ist vielleicht aber auch klüger. Nee, du hast recht. ja. Sie verliert die Lane zu hart und wird zu langsam gut. Ja, du hast recht. Seht ihr es besser? Aber das ist wirklich, also für die Split-Pusher ist aktuell nicht so einfach, ne? Ja, du musst halt wirklich das Team dafür haben und dann ist es wirklich, wie gesagt, ein Red Side Last Pick quasi. Ja. Und dann kann man damit schwer eine Tierlist machen, wenn wir wirklich da eine ganze, wenn wir schon neun Champions sehen, dann kann der 10. Champion halt in dem Game S-Tier sein. Ja, Und dann ist er klar. für Aber eine Tierlist. das ist Ja. dann schwer. Ja, okay. Da bin ich voll bei dir. Lass uns mal so ein bisschen. Warte, ich kann hier mal in die Tank-Reihe gucken, was wir noch verpasst haben. Nautilus haben wir auf Support gesehen, werden wir auf der Top-Lane nicht sehen. Poppy Müssten haben noch wir. Rice? Ja, Ryze, stimmt, guter Punkt. Ryze haben wir als Counter gesehen. Wie ist eigentlich da? Also, wir haben, glaube ich, einen Aatrox und einen Urgot schon reingesehen. Ist das Matchup gegen Aatrox wirklich gut? Okay. Also Laning Phase ist schlecht für Rice. Aber sobald er ja bei halt Xerath's Embrace, schon Xerath's Embrace und so Richtung Melonomicon oder auch mit Spellbinder, kann Aatrox nichts mehr machen. Er hittet keine Spells und Ryze OTP ihn sehr, sehr hart, aber Laning Phase ist schlecht. Und Ja. Ryze bestes Matchup ist quasi der Urgot. Ja. Weil Urgot niemals an ihn rankommt und auch wenn man halt noch einen weiten Range Toplaner spielt, dann bedeutet das, dass der Urgot immer gekitet wird in Teamfights. Dementsprechend sehr, sehr situationsabhängiger Toplaner und ja, er ist nicht wirklich C-Tier, aber du kannst ihn halt nicht in sowas wie Sion oder so reinpicken, dann kannst du zwar farmen, aber der hat das ganze Ding über Pressure und sind Teamfights gut. Ah, Ich ja, würde dann doch. den B-Tier packen, glaube ich. Ja, durch den Flexpick, denke ich auch. Ja, ich glaube, man hatte einfach noch ein bisschen mehr Optionen. Ist natürlich zum Beispiel auch gar nichts für die Solo-Queue, ne? Da muss man auch immer natürlich ein bisschen drüber aufpassen. Haben wir schon Top-Lane-Swain gesehen, diese Worlds? Nee, ne? Die waren Mid-Lane. Waren ja auch nicht Glaube viele. auch nicht. Macht doch nicht so viel Sinn, glaube ich, dafür zu gehen. Okay, ich gehe nochmal in die Tankliste rein, die wir haben. Shen haben wir auch abgehakt. Was ist mit Trundle als Counter zu denen? Also warum sieht man Trundle quasi so selten als Counter zu den Full Tanks? Weil er zu viel genervt wurde, also hauptsächlich die Jungle-Trundle-Variante wurde genervt mit seinem Q, sein E wurde genervt, seine Ult, also ist einfach ein Champion, der momentan keinen wirklichen Zweck erfüllt. Und traditionell
ist eigentlich ganz gut gegen so One-Tank-Comps, aber wir sehen immer mindestens 2- bis 3-Tank-Comps. Momentan sind sehr, sehr viele Jungle-Carries unterwegs, deswegen relativ wenig. Aber Trundle ist einfach quasi von den Nummern her totgenervt. Kein guter Champion, seht ihr. Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass Trundle das Problem hat, dass er eigentlich gefühlt. Also, ich glaube, da, eine Sache, die man dazu erklären muss, ist quasi, wie Split-Push normalerweise abläuft. Also, Leute denken halt, okay, Trundle kann ja die Ultimate auf Sai machen und den dann anfangen zu töten. Aber das ist ja quasi nicht das, wie Split-Push normalerweise abläuft. Du kannst ja nicht einfach jemanden diven. So. Das ist einfach nicht das, wie man sich da unten durchsetzt. Was vom Chat hier noch vehement gefordert wird, ist der Gangplank, den einzuordnen. Weiß ich gar nicht, ob wir. Also Gangplank natürlich, man hat einfach ein paar Leute, die sehr gerne Gangplank spielen, ne? Das gibt's immer wieder. Wir haben hier bei den Worlds ein Bann gesehen, aber links doch kein Pick. Was hältst du vor den Champion? Dein bestes Meta-Matchup momentan ist definitiv gegen Poppy. Ansonsten gegen die SD-Champions verliert er gnadenlos. Die können ihn sogar diven mit etwas Pressure und dergleichen. Er erfüllt halt nicht wirklich die Antwort. Also er ist ein Top-Laner, der sicher spielen kann und mit der Ult hat die Map beeinflusst, aber wenn man möchte, kann man ihn zweimal ganken und die Top-Lane-Turret einfach nehmen. Ja. Sehr, sehr schlechter Top-Laner, wenn es um Worlds geht, weil man einfach nie Prior hat und dann irgendwann Teamfighten möchte. Also CT oder gegen Poppy halt gut. Ja, aber das ist auch ein sehr, sehr seltenes Matchup. Also das ist ja auch immer das Ding, wenn quasi. Ich finde, hier kann man das eigentlich ganz gut sagen, weil zum Beispiel auf der Midlane die Sandra hat sehr, sehr viel, hat gute Matchups gegen fast alle S-Tier-Picks. Und ist deswegen auch generell quasi A-Tier gewesen. Hier ist es halt so, wenn Sinch und Gangplank halt ein, zwei gute Matchups haben, dann ist das halt eigentlich zu wenig, um sich da tatsächlich durchsetzen zu können. Deswegen ist ein Ryze zum Beispiel auch B-Tier, weil er halt da oben eigentlich relativ viele von denen lange, lange halten kann und ist da halt weniger situativabhängig. Plus Flexpick und Gangplank und Sinch sind halt nicht flexbar aktuell. Gangplank Mitte ist halt ziemlicher Int. Leider. Ja, damit hast du eigentlich schon perfekt Hekerim definiert. Wenn er halt nur gegen Atmos gespielt wird, dann ist es einfach kein Champion, so den man so eine Tierlist einordnen kann. Ja. Ja, ist halt wirklich. Ist halt, also ich würde ihn auch nicht mal in C-Tier packen. Ich würde ihn einfach ignorieren. Weil ich glaube, er ist halt wirklich irrelevant einfach. Ich mache ihn in C, weil ganz viele werden danach fragen. Ich spare mir Kommentare, glaube ich. Er ist halt nicht mal ein Flexpick. Man könnte halt besser über ihn reden, wenn er wenigstens noch im Jungle gespielt werden würde, aber da dies nicht der Fall ist. Ja. Hat er keinen Platz. Das ist halt so das Hauptproblem echt. Also man merkt das ja generell bei Toplaner, dass diese Flexibilität, dass man einen Toplaner pickt und im Draft trotzdem noch relativ flexibel ist, so, das ist super wichtig. Da geht es nicht mal darum, an sich, dass ein Flexpick ist, das ist natürlich noch geiler, aber auch, dass man sich eine Comp offen hält, dass sie in mehreres reinpassen. Das ist ja. Also Toplaner haben echt nicht so ein leichtes Leben, ne? Muss man ja mal sagen. Überhaupt nicht. Toplaner hat das schon immer, also was heißt schon immer, aber in letzter Zeit vor allem. Es sind so viele Champions auf so vielen Positionen und Toplane viable, weil Toplane halt ganz ehrlich in Competitive so unwichtig ist, dass man da viel einfach ruhen lassen kann. Ja. Der Champion da hochsendet, er verliert dann halt vielleicht 15 CS gegen den gegnerischen Tank oder so, aber das ist okay und dann ist er immer noch useful. Deswegen sind so viele Champions viable. Okay, ich hatte hier gerade noch einen, über den ich nachgedacht hatte, aber ich habe ihn gerade schon wieder. Hä? Ach, Darius, wurde ja vor den Worlds gebufft. Viele haben erwartet, dass er als Tank Crusher kommt. Hat sich nie herausgestellt. Woran scheitert es bei ihm? Also er hat gegen die Tanks auf jeden Fall gute Matchups. Und wir haben gesehen, Darius war ein sehr, sehr contesteter Pick am Anfang dieser Season, weil Yasuo Irelia komplett Meta war. Wir hatten sehr viele Midlane, wir hatten Swain, alles so Champions und auch Botlane Mages, die nicht reinlaufen. Jetzt sehen wir wieder AD Carries, viele Control Mages, die Darius gnadenlos kiten, weil er quasi gar keine Pressure entgegenentwickeln kann. Und dementsprechend würde ich ihn auf jeden Fall im CT sehen, wurde nicht einmal gepickt. Ja. Er kann die Lane nicht dominant genug gewinnen. Gegen so einen Sion oder gegen einen Urgot gewinnt er zum Beispiel gar nicht. Kein guter Champion. Aber das heißt nicht, dass ein Solo-König absolut insane ist, natürlich. Also, ja. Das ist ja generell auch immer wieder das, wo wir dann am Ende nochmal hin müssen. Jetzt gucke ich gerade. Ja, sowas wie Illaoi und so, klar, das sind Picks, die man einordnen könnte, aber sie landen eh alle mehr oder minder in C. Ja. Illaoi ist halt sehr, sehr gut in Tanks. Auch gut im Split-Push, aber sie bringt halt nichts als Damage. In ein Team kommt, nichts außer Damage und das ist nicht gut genug für Competitive, bei weitem nicht. Ja, das ist halt aktuell auch einfach die Forderung, die man da stellen kann. Tja, da ist da wirklich gar nicht mehr so viel, oder? Ich bin jetzt bei Kämpfer und Tanks ziemlich durch. Höchstens haben wir über Gragas halt als Triple Flex, wurde wirklich relativ auf Botlane gespielt und einmal Toplane, na gut, können wir eigentlich ignorieren. Ja, also ist halt, also gerade für Worlds, also klar, wenn wir jetzt über Solo-Queue und so reden, und das wird natürlich auch in den nächsten Folgen dann nochmal dominanter. Da wird das nochmal wichtiger werden. Aber hier ist es halt.
Also wenn wir über Competitive reden, dann sind diese Picks halt einfach verdammt nochmal irrelevant, ne? Also gerade sowas wie Riven oder so, natürlich interessiert das Leute, aber Ja. Leute, das wird nicht sein. Das wird vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir jetzt nicht gerade vor der Haustür waren. Habt ihr noch irgendwas? Rumble vielleicht? Ja, Rumble, weil man ihn immer mit den Worlds verbindet vielleicht. Was ist Ja, bei ihm? also Rumble hat gegen alle S-Tier-Probleme, gegen alle S-Tier-Champion-Probleme, weil er nicht wirklich gegen, also er kann okay gegen Zidane im Early Game, aber sie outscalen ihn quasi nach Level 6 spätestens. Und dann in späteren Teamfights macht er nicht genug Damage. Ganz ehrlich, um irgendwie dem entgegenzuhalten. Und eigentlich pickst du Rumble für sein Midgame, weil der Midgame so stark ist und momentan empfällt sogar das. Also ist Rumble auch kein guter Champion. Ich habe Haben wir das eigentlich im Gefühl, Rumble dass gesehen? alles zu flexibel ist, so, ne? Also zu Ja, mobil. genau. Achso, so mein. Ja, na gut, also mit den AD Carries haben wir doch mit Varus und Xayah und Kai'Sa schon einige Champions, die jetzt nicht so unbedingt wegkommen von True. Rumble, aber er kommt halt nicht mal durch die Frontline durch. Aber Und dann reicht. du hast ja auch noch Thresh, Tahm, Genau, so. ja. Keine Ahnung, ich finde so eine Rumble-Ult war halt früher so deadly und heutzutage ist es so, ah, geht halt was auf Cooldown. Es ist halt, keine Ahnung. Das ist ein guter Vergleich. One vs. 9 Rumble-Ults habe ich ganz, ganz selten in letzter Zeit gesehen. Okay, den haben wir. Rennington haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen. Ne? Ich glaube, der ist auch. Den haben wir früher immer mal wieder gesehen für diese High-Pressure-Lanes. Aber dadurch, dass die Tanks alle so insane Wave-Clear bekommen haben im Early-Game, finde ich, macht der da auch nicht mehr so viel. Genau das Problem bei diesen ganzen Bruiser-Champions, dass er Tanks sehr guten Wave Clear haben und sie zeitgleich mit ihrem Wave Clear disengagen. Das heißt, eine Mauke haut eine Q auf den Boden, klärt die Wave und haut den Renekton weg oder ein Ornn mit dem W, Sauron mit seiner Q. Ah, true. Da kann man nicht gegen traden. Im Renekton muss da 5 Auto-Attacks machen, er den gleichen Damage hat und die machen halt ein Spell. Ne? Ja. Jax haben wir auch schon eingeordnet, Leute. Ich glaube tatsächlich, wir sind durch so. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie den C-Tier einordnen, weil Leute ihn erwarten würden, dass er noch bei den Worlds gepickt wird. Ich lese jetzt die ganze Zeit Klett im Chat. Ja. Sollen wir ihn noch in C-Tier reinpacken? Willst du mal Also sagen, wir haben warum ja, Klett? also wenn Vitality dabei gewesen wäre, hätte Cabochot irgendwann Klett gespielt. Das Problem bei Klett ist, dass er im Gegensatz zu den anderen Split-Pushern Ganks haben möchte. Er will eigentlich so mit seiner Ult diven, den Top-Laner und dergleichen. Und er möchte permanent aggressiv spielen und das zwingt dann deinen Jungler, um Top-Laner rumzuspielen. Klett kann trotzdem sehr gut sein gegen Ornn, gegen Sion, gegen diese beiden Champions im Spezifischen kann Klett sehr, sehr gut funktionieren. Und das war's auch. Diese beiden Matchups würde ich ihn, dagegen kann er spielen. Ja, ich würde Vielleicht sehen wir ihn deswegen. ja mal. Es wäre eine Überraschung. Aber ich glaube, ansonsten wird es schwer. Ja, Teemo, Ja. Mundo, Galio, das werden wir alles nicht sehen. Mundo hätten wir gesehen, wenn Riot nicht irgendwann realisiert hätte, dass die Ult vielleicht ein Ticken viel gebufft wurde. Minimal. Ja. Ich sehe jetzt, was du meinst mit wenigen Champs auf ADC. Ja, das hier sind auch wenige. Midlane haben wir halt locker das Vierfache immer. Ne? Aber allein dadurch, dass Aatrox und Urgot die ganze Zeit da sind, sind halt die ganze Zeit gebannt oder gepickt. Ich meine, wenn ich jetzt hier auf Worlds gehe, dann sind die beiden Most Played Champions, okay, Aatrox, Alistar, True und dann Urgot. Und Urgot und Aatrox wurden beide 12 Mal gespielt, aber auch 25 und 23 Mal gebannt. Das nimmt dann einfach viel, viel, viel raus, was sonst noch gehen würde, ne? Top Ziemlich sind ja die insane. Champions, die man eigentlich bannt oder sehr, sehr früh pickt, momentan. Ja, das ist Und ja dann gibt es halt wirklich. noch, dann noch die kleinen, also die wirklich Ausnahmen, Last Pick Red Side. Das sind so Ja. Camel, dieses Territorium. Da sind wir auf jeden Fall dann ein bisschen am Start. Dann gehen wir nochmal durch. S-Tier, alle blind pickbar, soweit, weil flexbar. Was sind hiervon noch für dich Counterpicks, die wir In, aufgelistet innerhalb, haben? innerhalb des S-Tiers? Nee, Oder wie? generell, generell. Ja, also zum Beispiel Jax into Camille, Lissandra gegen Aatrox, Urgot oder Akali Toplane sollte es gespielt werden. Poppy sollte es Dash Champions Toplane sein, also könnte man sicher spielen möchte gegen Iraea, gegen Yes, Camille, kann man Poppy baby. dagegen picken Toplane, ansonsten Poppy auch gegen Yes. Tanks okay. Diora absoluter Counterpick, wenn man sie überhaupt spielen möchte, dann halt gegen sowas wie Ornn oder Sion und selbst da verliert sie die Lane, deswegen ist sie im C-Tier. Klett wäre ein absoluter Counterpick. Fenn, ich bin tatsächlich relativ unzufrieden im Nachhinein mit Shen im B-Tier, weil Ja. ja, weil wenn ich nehme die an, ich gucke mir so die anderen Champions an und Shen kann sehr, sehr effektiv gegen die ST-Champions vorgehen, während die restlichen BT-Champions nicht können. Ich würde fast sagen, er ist A-Tier, weil er auch noch einen Flexweg theoretisch darstellt. Ja, Also, okay, er here ist we halt go. deutlich besser als die restlichen BT-Champions, Ja, wenn ich ich so weiß, was mir. du meinst. Das ist eigentlich, Ja. aber das ist ja auch ganz schön. Ist ja gut, dass du jetzt den Stream offen haben kannst, ne? Das hilft natürlich Ja. da. Dann schieben wir den da nochmal raus. Da muss Jackson Tick nach unten, ne? Fürs Auge. Ansonsten Toplane halt früh rotieren, wenn man sie flexen kann.
oder Powerpicks sind, sowas wie Sion und ansonsten Counter-Matchups, wenn es geht. Ja, und da haben wir dann mit Singed natürlich nochmal einen Tank-Counter. Genau, ja. Naja, das CT ist eigentlich voll von Countern. Ja? Genau. Und ich finde deine Argumentation gerade, so sowas wie Jayce-Cut und so, dass sie halt den Jungler brauchen, dass man das aktuell nicht will, finde ich, ist eigentlich die beste Erklärung auch, um die Meta zu beschreiben. Dass es echt darum geht, dass du verdammt nochmal alleine klarkommst. So. Die müssen alle volljährig darum sein. Da gibt's keinen Papa. Stimmt. Wenn du wirklich Hilfe brauchst als Toplane und dein Team zwingst, um die Toplane rumzuspielen, können die Gegner immer Crossmap gehen und auf Botlane, und das ist einfach weit fataler als Toplane. Auch nicht nur, weil zwei Champions Botlane sind, sondern auch, weil der Dragon halt sofort available ist und der Herald erst in der 10 Minuten spawnt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich habe noch einen Fehler gemacht, was die Tierlist angeht. Weil, oder habe ich? Also ich überlege jetzt gerade, ob der Cho'Gath in A gehört, wenn Ryze in B ist. Ist tricky, ja, ne? Aber, ja, da hast du recht. Also Cho'Gath im Allgemeinen ist halt, er wird nicht mal viel gespielt, aber er hat halt so eine Nische-Situation mit Kai'Sa, Cassio, wo er dann immer Nash threaten kann und er hat eine sehr solide Laning-Phase und Ryze ist immer ein Counterpick. Aber du hast ja schon recht, stimmt. Wenn wir uns die restlichen A-Tier-Champions angucken, dann ist Cho'Gath der weit schwächste von denen. Also stimmt schon. Also wollen wir ihn noch ins B hauen? Ja, ist besser. Aber ist dann denke ich mir halt Maokai und Cho. Ja, aber im Endeffekt doch. Ja, doch. Doch. Die bringen halt unterschiedliche Sachen mit. Ja. Cho'Gath hat die solidere Laning Phase und Nash, und Maokai hat halt bessere Teamfights. Ja, deutlich. Ja. So, dann wollen wir. Ja, das stimmt schon. Einschätzung. So. Aber jetzt würde ich es ja zu viel, muss ich sagen. Das hier ist für Competitive Leute. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn du gerade noch 3-4 Minuten Zeit hast, dann würde ich gerne. Die einfach dir in dein Gesicht donnern. Haut gerne eure Fragen zu dieser Tierlist bitte raus, wenn es geht. Das C in der Tierlist steht für Counter. Ja, das ist es. macht euch diese Worlds-Meta auch so Spaß? Wie ist es als Toplaner? Denkst du dir, boah, geil? Oder denkst du dir, boah, eigentlich fände ich es voll schön, wenn ich mal Freunde hätte, die auf meine Lane kommen? Ich finde es, die Meta ist momentan, was Zugucken angeht, sehr, sehr schön. Einfach weil mit vielen Tanks sehr, sehr viel Engage ist zum Beispiel. Und viele Teamfights sind. Und es trotzdem Situationen gibt, in denen Split-Push-Toplaner viable sind. Oder wie wir jetzt zum Beispiel jetzt im Game sehen, Irelia gegen Camille, Toplane und so weiter. Also ich finde die Meta ganz gut. Also da ist eigentlich, ja, viel Flexibilität vorhanden. Ja, ich bin eigentlich auch ein großer Fan. Kayle als Solo-Queue-Hero relevant? Als Solo-Queue-Hero ja, aber hier geht es um Competitive, ne? Gibt's Counter zu Urgot Aatrox? Haben wir eben schon ein bisschen angesprochen, aber hau mal raus. Also es gibt keinen Hard-Counter, es gibt Soft-Counter, sowas wie Lissandra, die halt in Landing Phase okay sind und dann in Teamfights ziemlich gut dagegen. Gegen Urgot Aatrox oder auch, also Poppy ist auch kein Counter, bei weitem nicht, aber sie kann halt okay dagegen lane und ist dann in Teamfights auch decent dagegen. Aber diese beiden Champions haben fast 100% Beteiligung, weil sie halt keinen Counter haben, sondern höchstens Matchups, die ja gracefully verlieren. So. Ja, da bin ich bei dir. Was braucht Yorick, um gespielt zu werden? Deine Ult ist sehr, 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 sehr schlecht, weil sie einfach. Er ist halt so. Urgot ultet und dann ist er stark und das war's. Und wenn man diesen Power-Spike einfach respektiert, und das kann man sehr, sehr leicht, dann macht der Champion gar nichts. Das ist halt anders als wie bei Jax oder Irea, die halt auch so forcen können oder macht sie ja zu besseren Split-Pushern. Dazu will er eigentlich Split-Pushen, aber er hat keinerlei Safety, keinen Dash, der ihn in Sicherheit bringt oder keine Mobilität. Kein guter Champion. Da bin ich auch bei dir. Ist auch generell, finde ich immer. Aber auch immer wieder strange dagegen zu spielen. Also du als Top-Player spielst ja wahrscheinlich öfter gegen Yorick als ich, aber immer wenn ich Yorick rumlaufen sehe, weiß ich gar nicht genau, was da abgeht. Was, da steht so eine Ult und die saugt und saugt. Ich nehme mir an, muss ich erst nicht? Das ist halt der Vorteil, ne? Von diesen Off-Meta-Champions, dass viele nicht wissen, was sie eigentlich machen. Und ja. Dann respektieren sie zum Beispiel dieses Power-Window nicht, dieser Ult, und das ist dann ein Problem. Ja. Warum wurde Hikarim so selten gegen Aatrox gepickt, wenn er doch ein Counter ist? Weil auch wenn das Matchup gut für Hikarim sein kann, wenn er ja, ich meine, also ganz ehrlich, ich fand es sehr, sehr enttäuschend, dass Q in dem Matchup Grass gegangen ist auf Aatrox, weil das hat mir einfach signalisiert, er versteht das Matchup nicht. Das einzige Mal, dass wir Hecarim gesehen haben. Das Problem ist aber, sollte man es öfter gegen Aatrox picken, kann der Jungler etwas sagen, hey Aatrox, du hast einen Dash nach vorne, 3 Knockups und dein W. Hecarim hat keinerlei Defensive Stats, keinen Flash, er geht ja Face Rush und was auch immer, wir ganken den einfach. Wir können den Dive mit deiner Ult und dann ist Hecarim sehr, sehr schnell sehr, sehr useless. Ja, gerade weil die an den Movement Speed, um aus dem W rauszurennen, kommen die auch immer relativ spät. Und wenn du noch irgendwas hast, was Damage hast, oder CC, eigentlich beide, Alter, kannst du mit jedem Jungler ganken, das ist wirklich lecker. Genau. Ich habe gerade eine Runde Mundo getankt und habe 105.000 Damage getankt. Das freut mich sehr für dich. Was ist mit Mundo generell? Ja, ich glaube, du musst noch mal was zu Mundo sagen.
Mundo ist ein Tank, der, wie gesagt, er bringt einen Slow mit, im Gegensatz zu allen anderen Tanks, die mindestens eine Form des HCCs haben, wenn wir von Sion, Ornn oder dann in die Richtung gehen. Das heißt, Mundus, als er so stark war, Stärke lag daran, dass er einfach nicht zu töten war und dass sein Damage phänomenal hoch war. Sein Damage auf E wurde genervt, seine Ult wurde genervt. Wir haben jetzt eigentlich genauso viel Team gedacht schon wieder vor im Game, aber er bringt halt weniger mit als die anderen Tanks und er verliert gegen diese Tanks Laning Phase. Von daher ist Mundo ja bestenfalls C-Tier. Ja, wo wäre Kragas, wenn er nicht auf Support oder Jungle geflext wird? Er war eine Zeit lang ganz in Ordnung auf Top Lane, aber seine AP-Scalings sind einfach weit besser als seine Tank-Scalings im Moment und er ist halt, ich würde sagen, B-Tier, wenn. Er ist kein CT-Champion, weil er gut genug gegen Tanks ist und gut genug im Teamfight, um für ihn Argumente finden zu können, dass er im B-Tier landen würde. Denke ich. Dann packe ich ihn da einfach mal noch rein. Ne? Haben wir ihn dann auch drin. Er ist ein Triple Flex, er hat solide Teamfights, seine Laning Phase ist sehr, sehr self-sustaining mit seiner Passive und Range Farm und so weiter. Ja, überzeugt mich. So, da haben wir den noch rein. Okay. So, damit sind wir auch. Achso, was braucht Malphite, um competitive relevant zu sein? Wir haben ihn einmal gesehen, ne? Oder war das Ace Amarth? Manchmal verwechsel ich Das das. war Premature. Ah, Predator, ja, ich komme durcheinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Was müsste Malphite bekommen? Malphite ist halt ein Anti-AD-Champion. Also nur gegen AD gut. Und er könnte gut sein als Last-Counterpick, wenn man zum Beispiel eine Irelia oder einen Yasuo im Gegnerteam im Midlane hat. Dann Top-Lane auch irgendwas AD-lastiges. Dann kann man ihn, also vielleicht auch meinetwegen ein Sion und dann Nocturne Jungle oder dergleichen. Dann könnte man ihn theoretisch picken, aber es ist halt so situationsabhängig und es ist so wieder Windows of Power. Du weißt halt, wenn er Malphite rotatet, dass er ulten kann und wenn du dem entgegenwirkst, dann macht der Champion nichts mehr. Ja. Das ist halt ein Problem für diesen Champion, sehr, sehr eindimensional. Ja. Und jetzt noch deine Einschätzung heute Abend, Venta gegen Scarface, der Vayne-Pick. Du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen. Wer gewinnt's? Aatrox gegen Wayne. Vom Matchup. Ich würde sagen, im isolierten 1v1 kann Wayne es. Ich sag Wayne. Ich sag Wayne Okay. gewinnt. Also, da ist das Statement auf jeden Fall raus. Schaut bei Tolkien vorbei. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und deine Einschätzung abgegeben hast. Das Ganze bezieht sich auf die Worlds. Falls ihr das Video deutlich später gucken, wenn ihr die Kurzfassung wollt, dann guckt einfach auf den Hauptkanal vorbei. Vielen lieben Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Danke, ciao.